erforderlich, mindestens ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bedenken Sie, Sie haben sich hier heute alles versammelt, Ihre Meinung, Ihre Botschaft auszutragen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass Ihre Versammlung ein Wir sind dazu da, diese Versammlung zu schützen. Wir leben in einer Zeit teuflischer Verdrehungen. Wenn ihr die Wahrheit sagt, werdet ihr angefeindet. All diejenigen, die sich aus der Deckung herauswagen und Kritik üben, den Finger auf die Wunde legen, werden von unseren Medien ausgegrenzt, wir werden isoliert, wir werden schlecht gemacht. Und ich bitte euch alle, lasst uns dennoch weitermachen, weil wir tun es für eine gute Sache, für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit. Und ich will an der Stelle Karl Jaspers zitieren. Karl Jaspers sagte 1958, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Er fügt hinzu, daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jedem Frieden Vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur Blindlässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Deshalb müssen wir von unseren Politikern und Journalisten fordern, seid wahrhaftig, lügt uns nicht länger an, behandelt uns mit Respekt und dazu gehört, wir sind selbstbestimmte Menschen. Wir fordern nur die Grundrechte. Wir fordern Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir fordern, dass Artikel 2 und 6 angewandt wird. Sagt es euren Nachbarn und Freunden. Wir gehen hier auf die Straße für unsere Grundrechte, für den Frieden und für die Freiheit. Und wir strafen den Verfassungsschutzpräsidenten dieses Landes. Lüge, Sie sind ein Lügner, Sie verbreiten Lüge im Leben. Weitermachen!
Wir lassen uns nicht verarschen. Unsere Regierung ist am Arsch. Hey, hey, auf die Straße! Auf die Straße für die Freiheit! Für die Freiheit! Auf die Straße für die Freiheit!